Ralf Richter, der deutsche Danny Trejo. Ein Typ, der auf die Fresse gibt wie holländischer Techno. Last Action Hero des deutschen Action-Kinos. Ich glaube, er wird sich gut verstehen mit Quentin Tarantino. Doch wir sind leider hier im Land der Romanzen mit Filmen exklusiv für Hausfrauen und Landpomeranzen. Ich will Massaker sehen, doch wir können nur Sascha Heen. Ich hab keinen Bock für all die Torrents in den Knast zu gehen. Und Ralle sitzt zu Hause und schleift sein Tauchermesser und denkt sich, deutsche Produktionen waren auch mal besser. Waren auch mal lauter, waren auch mal härter, waren auch mal geiler. Waren auch mal ohne Till und Luna Schweiger. Wir brauchen endlich wieder harte Motherfucker in grünen Bomberjacken mit Katanas. Harte Motherfucker mit Granaten, die brennende Lieferwagen in einer Zombie-Horde oder einer Nazi-Demo parken. Harte Motherfucker heißen nicht Matthias Schweighöfer mit einer Bodenhaftung knapp über einem Kitesurfer. Sie heißen Ralf Richter und sind meistens mies gelaunt. In diesem Business gibt's zu viele Schmeißfliegen und Clowns. Zählen ihre Social Media Follower auf und spritzen sich beim Zählen der Follower auf den Bauch. Doch drückst du einmal ganz kurz drauf, kommt nur Fuck You Goethe raus. Tja. Du brauchst ein Fahrzeug, was zu dir passt. Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln. Aber dafür bleibt es vielleicht auch bis zum Ende deines Lebens. Ralf fucking Richter. Best auf Testosteron. Die deutsche Antwort auf Van Damme und auf Sylvester Stallone. Die Kante aus Essen, der Dude des Ruhrpots. Ein Händedruck so fest, dass du Blut kotzt. Kritiker schieben Kultur, Schocks, Fans feiern ihren Gott und verzeihen ihm auch Schrott wie Rosenheim. Kalle Grabowski im 500 SEC überrollt den Porno-Wichser, ich hab's tausendmal gesehen. Im Kino applaudierten sie im Stehen. Bang, boom, bang, bester Film. Scheiß auf Citizen Kane. Keiner trägt den Porno-Balken wie er. Keiner spricht wie er. Keiner spielt zu Helden wie er. Alle sagen Ralle Richter, yeah. Nur die werberelevante Zielgruppe sagt Ralle wer? Und das ist das Dilemma. Die ganzen Sender jagen lieber YouTuber. Machen mit dem Bratzlein auf Blutsbruder. Glauben sie, haben's gecheckt. Der Puller ist wochenlang hart. Dann wachen sie auf als Produzent von Kartoffelsalat.